DACH-Medien, Deutschland, Österreich und Schweiz. Für Wahlsieger ist Demokratie eine prima Sache. Schwieriger ist es für Wahlverlierer. Woran lag's? Hat man Fehler gemacht? Hatte man das falsche Programm? Die falschen Slogans? Solche Selbstkritik ist schmerzhaft. Kein Wunder also, dass viele Wahlverlierer lieber mit dem Wähler hadern, der die frohe Botschaft leider nicht verstanden hat. Noch weiter ging am Morgen nach der EU-Wahl die bayerische Spitzenkandidatin der SPD, Maria Neuchel, die im Rundfunk verkündete, das Wahlergebnis sei nicht nur eine Niederlage für die SPD, sondern für die Demokratie insgesamt. Wer nicht SPD wählt, so die Botschaft, ist eigentlich kein Demokrat. Das ist groß gedacht, keine Frage. Man kann das verstehen. Da sitzt man im schönen München, wo die rot-grüne Welt noch in Ordnung ist, und kämpft von seinem Schreibtisch aus täglich tapfer gegen rechts. Und dann wird die Partei, deren Namen man nicht nennen darf, zweitstärkste Kraft im Land. Das ist frustrierend. Zugleich zeigt es aber auch ein erhebliches Demokratiedefizit, das sich bei nicht wenigen Journalisten breitgemacht hat. Nach dem Motto, wer die Falschen wählt, ist kein Demokrat. Man könnte darüber hinwegsehen. Allerdings ist zu befürchten, dass diese umfassende Delegitimierung aller nicht-linken Positionen langfristig der Demokratie tatsächlich schadet. Zur Routine geworden ist das Messen mit zweierlei Maß bei allem, was irgendwie mit der AfD zu tun hat. Werden AfD-Wahlplakate zerstört oder AfD-Mitglieder im Wahlkampf bedroht, ist das eine Art Kollateralschaden beim Kampf gegen rechts. Geschieht dies linken Parteien, ist die Demokratie in Gefahr. Werden der AfD parlamentarische Posten vorenthalten, die ihr traditionell zustünden, ist das ein Akt demokratischer Notwehr. Als man vor 40 Jahren mit den Grünen ähnlich verfuhr, galt das noch als undemokratische Ausgrenzung. Es wird dann formuliert, die AfD hat jetzt durch ihre Stärke in den Kreistagen eine Erpressungsmacht. So passt das in das übliche Bild. Wenn andere Parteien in den Kommunalparlamenten stark vertreten sind, gilt das als Ausdruck funktionierender Demokratie, und diese Parteien üben im Zweifelsfall Kontrolle über die allzu große Macht der Landesregierung aus. Im Falle der AfD ist eine solche Art von Einfluss hingegen Erpressung. Interessant ist aber auch das Demokratieverständnis, das in dem Zitat zutage tritt. Wenn eine oppositionelle Partei mit ihrer kommunalen Macht versucht, Politik zu gestalten und so den Stimmen ihrer Wähler auch Geltung zu verschaffen, dann gilt das offensichtlich als eine Art demokratiefeindliche Agitation. Als Demokrat gilt hingegen offensichtlich, wer brav mit der Mehrheit und dem politischen Establishment mitstimmt und die Stimmen seiner Wähler verfallen lässt. Eine seltsame Auffassung von Demokratie. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.